Hallo ihr Lieben, ich bin endlich zurück mit einem neuen Video hier in meiner neuen Küche. Ich bin nämlich privat umgezogen und die Backstube in Ingelheim miete ich auch nicht mehr an. Dazu aber gerne in einem anderen Video genauere Infos. Falls es euch interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir wollen keine Zeit verschwenden, deswegen starten wir direkt. Los geht's! Wir starten mit dem Mürbeteig. Dafür die Butter kurz in der Mikrowelle erwärmen auf Zimmertemperatur, also nicht komplett flüssig. Dann kommen alle restlichen Zutaten dazu. Das ist eine Prise Salz, 225 Gramm Zucker, 25 Gramm Vanillezucker, 2 Eier und 500 Gramm Mehl. Das Ganze verknete ich dann mit den Händen zu einem glatten Teig. So, der nächste Schritt ist ganz wichtig. Der Teig muss jetzt erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank und am besten vorher noch in Frischhaltefolie einpacken. Nach einer Stunde sollte der Teig dann schön fest sein. Nochmal kurz durchkneten und dann ausrollen auf ca. 4 mm Dicke, würde ich jetzt sagen. Vorm Ausstechen heizt am besten den Ofen schon vor auf 180 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann ganz normal ausstechen und direkt auf ein Blech legen mit Backpapier. Wenn die Ränder hier so ein bisschen ausgefranst sind, könnt ihr es einfach mit den Fingern wieder ein bisschen andrücken. Hier habe ich mir noch so eine rechteckige Form mit Messer ausgeschnitten. Also ihr braucht nicht immer nur Ausstecher, wenn ihr irgendwas nicht habt. Als Ausstecher könnt ihr das auch versuchen mit dem Messer auszuschneiden. Wenn das Blech dann voll ist, direkt in den Ofen schieben und für circa 10 Minuten abbacken. So sollten die Kekse dann nach dem Backen aussehen, also nicht zu dunkel, nur ganz leicht gebräunt an den Rändern. Während die Kekse dann abkühlen, könnt ihr das Royal Icing machen. Dafür ein Eiweiß und eine Prise Salz in der Maschine oder mit dem Handrührgerät steif schlagen. Den Puderzucker am besten vorher sieben und dann mache ich erst die Hälfte mit in die Maschine rein, rühre das kurz durch und den Rest dann mit dem Löffel oder mit dem Spatel unterrühren. Und keine Angst haben, hier könnt ihr nichts kaputt machen, also es muss wirklich richtig gut verrührt werden. Je nach Größe des Eis ist dann das Royal Icing ein bisschen fester oder weicher und ich gebe hier noch ein bisschen Wasser hinzu, damit es ein bisschen weicher wird. Ungefähr so die Konsistenz von Zahnpasta, sagt man immer. Für die Outlines verwende ich eine Tülle mit einer 1 mm Öffnung und dann später für das Flooding mit 4 mm. Die Tülle könnt ihr richtig schön fest hier vorne reindrücken. Dann ein bisschen Royal Icing in den Spritzbeutel füllen. Am besten nicht zu viel, weil sonst wird es sehr anstrengend, das rauszudrücken. Den Spritzbeutel schön fest zudrehen und zwischen Zeigefinger und Daumen festhalten. Mit der rechten Hand drückt ihr dann und die linke kann zusätzlich zum Führen genommen werden. Zum Ansetzen von dem Faden berührt ihr dann den Keks und dann zieht ihr den Faden etwas nach oben. Und dann zum Absetzen könnt ihr wieder am Keks ansetzen. Und dann nicht mehr mit der rechten Hand drücken, wenn ihr absetzt, damit das nicht weiter rausläuft. Ich persönlich finde es einfacher, nach jeder Linie abzusetzen, aber ihr könnt es auch an einem Stück machen, wenn ihr das möchtet. Kleinere Unebenheiten mache ich dann mit dem Scribe-Tool weg. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das ausspricht, ob das Scribe ist oder Scribble oder wie auch immer. Also, vielleicht weiß es ja jemand von euch. Für ein zweifarbiges Design einfach eine Linie durch die Mitte ziehen. Wenn der Faden abreißt oder hier zu weit nach unten gerutscht ist, das ist kein Problem. Oder auch wenn es euch einfach nicht gefällt, dann könnt ihr die Linie auch wieder komplett abmachen und nochmal drüber gehen. Runde Formen sind immer ein bisschen schwieriger wie die geraden. Da versuche ich immer den Faden nicht zwischendrin abzusetzen.
Bei den Herzen kann man ganz gut in zwei Linien das machen. Und noch ein kleiner Tipp, es ist immer einfacher, die Bewegung von rechts nach links zu machen oder mit dem Uhrzeigersinn. Das ist einer meiner Lieblingsformen, ist aber etwas schwieriger für die Umrandung. Wenn ihr fertig seid, damit das Royal Icing nicht austrocknet, könnt ihr hier so einen Clip drum machen und am besten auch das Royal Icing in der Maschine abdecken. Für das Flooding gebe ich da noch mehr Wasser drunter. Es sollte auf jeden Fall gut flüssig sein und dann ganz wichtig, kurz stehen lassen für ein, zwei Minuten, denn dann kommen nochmal Luftblasen hoch an die Oberfläche und die könnt ihr dann mit dem Scribe-Tool zerstechen. Bevor ihr den Zuckerguss einfüllt, dreht vorne den Spritzbeutel ein, damit das nicht direkt durchläuft. Wieder den Spritzbeutel zwischen Daumen und Zeigefinger zudrehen und dann von außen nach innen einmal den Cookie füllen. Ruhig auch ein bisschen aufklopfen, damit es sich gleichmäßig verteilt. Ach so, und was ich noch nicht gesagt habe, wenn ihr nicht so ein Scribe-Tool habt, dann könnt ihr auch einfach einen Zahnstocher verwenden. Also das geht auch. Zum Färben verwende ich die Gelfarben von Wilton für ein blasses Rosa. Seid auf jeden Fall vorsichtig mit der Farbe, man braucht wirklich nur ganz wenig. Und dann habe ich bei ein paar Cookies hier das Outlining in Rosa gemacht. Wenn ihr als Hintergrund zweifarbige Kekse möchtet, einfach die zweite Farbe drauf machen, wenn das Flooding noch flüssig ist. Beim ersten Punktedesign habe ich das festere Royal Icing verwendet und beim zweiten dann das flüssigere. Und ihr könnt auch so Streifen oder Wellenformen verwenden. Hier einmal der Schnelldurchlauf mit dem rosa Flooding. Als zweite Farbe habe ich mit den Gelfarben von AmeriColor ein Beige gemacht. Zum Testen habe ich die Konsistenz hier für die Außenlinien ein bisschen flüssiger gemacht. Davon dann direkt einen Teil abfüllen und den Rest wieder mit noch mehr Wasser verflüssigen. Und ich muss sagen, ich fand es echt mit der weicheren Konsistenz für außen ein kleines bisschen einfacher. Das Einzige, was dann zu beachten ist, ist, dass ihr den Faden nicht zu weit nach oben zieht. Beim Flooding dann wieder die Blasen zerstechen und dann füllen. Die Kekse müssen jetzt eine Nacht komplett an der Luft trocknen. Wenn ihr noch Royal Icing übrig habt, könnt ihr das einfach in eine Tupperdose füllen und dann bei Zimmertemperatur lagern. Für die Deko habe ich viele verschiedene Sachen einfach ausprobiert, nur leider hatte ich gefühlt die ganze Zeit meine Hand vor der Kamera, beziehungsweise ich hätte einfach aus einem anderen Winkel filmen müssen. Das ist mir jetzt aber erst beim Schneiden aufgefallen, also sorry dafür und beim nächsten Video werde ich auf jeden Fall besser drauf achten. Für die Muster auf den Cookies verwendet ihr die festere Konsistenz und die 1 mm Tülle. Ich habe mir für die Schrift eine Vorlage gemacht mit der App Fonto. Und dann habe ich mir ein Tütchen mit Backpapier gedreht, damit die Schrift richtig schön dünn wird.
Ihr könnt an sich auch die 1 mm Tülle verwenden, aber für die Größe von den Cookies fand ich das ein Ticken zu groß. Ich empfehle euch, erst auf einem Stück Backpapier zu üben. Die Schrift ist von der Technik her genauso wie die Outlines. Also auf dem Keks ansetzen, den Faden etwas nach oben ziehen und dann immer wieder nach einem Buchstaben oder einer Zahl absetzen. Je kleiner ihr schreibt und je enger eine Kurve ist, desto näher müsst ihr mit der Spitze der Tüte an den Cookie. Also wenn ihr den Faden zu hoch zieht, dann kommt ihr nicht richtig um die Kurve. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Wenn ihr beim Schreiben einen Fehler macht, könnt ihr das gerade mit dem Scribe-Tool verbessern. Eine zweite und definitiv einfachere Variante zum Schreiben oder Malen auf Royal Icing Cookies ist, mit Lebensmittelstiften zu arbeiten. Ach so, und alle Produkte, die ich verwendet habe, findet ihr in der Infobox. Das sind die fertigen Kekse. Ich habe die dann alle noch einzeln verpackt in durchsichtigen Tütchen. Und hier zeige ich euch zum Schluss gerade noch meine Favoriten. Das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Videos wie diese sehen wollt, dann lasst mir wie immer gerne einen Like da und gerne auch einen Kommentar. Bis dann. Tschüss.